Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verfassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Es fehlen auch nur noch 79 bis 10.000 Abonnenten. Sollten wir auf jeden Fall in Kürze schaffen können. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft auch keine weiteren Streams dazu verpassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wir sind dort auch Road to 3 durchschnittlichen Zuschauern. Es fehlen, glaube ich, auch nur ein bisschen mehr als ein durchschnittlicher Zuschauer noch. Dann haben wir Twitch Affiliate. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das zeitnah schaffen könnten. Lasst uns einfach den Stream nebenbei laufen, auch wenn ihr keine Zeit habt oder so. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und heute haben wir das neue künstliche Evolutionsset. Hatte man ja irgendwann schon mal in den Neuigkeiten gesehen. Da haben wir einmal den Terra-Skin. Hier hat man tatsächlich viele verschiedene Varianten. Insgesamt vier verschiedene Varianten tatsächlich. Einmal Standard, dann Alter Ego und dann kann man noch die Schimmer-Variante anhaben und dann eben halt noch die, den Schimmer ausschalten. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir natürlich noch die, männliche Version davon, den Tech-Skin. Hier auch einmal Standard- und Alter Ego-Variante und Schimmer an und aus. Dazu gibt es dann den Elite-Aufklärer als Gleiter. Hier wieder genau das gleiche. Standard- und Alter Ego und Schimmer an und aus. So wie bei den anderen Sachen ja auch schon. Dann gibt es noch die Schockling. Hier hat man nur zwei Stile, also nur einmal Standard und dann Alter Ego. Dann haben wir als nächstes noch die gezackten Tech-Messer, würde ich sagen, sehen ein bisschen besser aus. Hier auch wieder genau die gleichen beiden Varianten wie beim anderen Messer. Dann gibt es noch die gelbes leuchtende Lackierung dazu. Und das war es dann auch mit dem Set. Dann haben wir als nächstes das Partyprügler-Set. Hier einmal den Held-Stil, den Miliz-Stil und den Miliz- und Schimmer-Stil. Dazu dann die Schlagsäge als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den bissigen Taucher. Dazu die kleine Mampfer, den kleinen Mampfer als Spitzhacke. Dann den Laserbeißer als Gleiter. Warum das eigentlich ein legendärer Gleiter ist, ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, und warum ich mir ihn gekauft habe, weiß ich auch nicht, weil ich den, glaube ich, tatsächlich noch fast nie gespielt habe, außer zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den gekauft habe, wobei ich den damals tatsächlich auch nur sehr selten gespielt habe, und ich habe den jetzt auch schon seit Season 5, also definitiv unnötig, den gekauft zu haben, aber ich habe damals generell richtig viele Skins und Items gekauft, die absolut unnötig waren. Dann haben wir als nächstes den Bigfoot Skin, dann den krassen Spalter, ist ja aus der Schattenreihe. Dann haben wir den Voll 80er Mode. Natürlich bei mir ohne Musik. Hier ist, glaube ich, Never Gonna Give You Up als Musik noch eigentlich drunter. Aber ist eh mal Copyright und deshalb kein Bock, dass das hier drin gezeigt wird. Weil auch wenn ich mit dem Video so nichts verdiene, wird es dann einfach weniger vorgeschlagen. Muss nicht sein und deshalb einfach immer lieber ausblenden die Musik. Dann haben wir als nächstes schwere Schritte. Zum Bigfoot-Skin natürlich, dann die Pfadfinderin und als nächstes noch den Komm schon Emote. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Sonderangebote, die ja alle zu dem Konzert im Party Royale Modus drin waren. Hier haben wir einmal den Nachtleben-Skin, der ändert das Muster, wenn Musik abgespielt wird. Dann haben wir den DJ Bob, einmal in der Standard- und in der Remix-Variante. Dann den Leuchtstäbe-Emote, dann den Leuchtflug-Gleiter. Als nächstes dann den Disco-Fieber-Mode. Dann den Leuchtstab als Spitzhacke. Und als vorletztes dann noch den Disco-Emote, den Disco-Party-Mode. Und dann noch den Breakdance-Emote als letztes. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.